Hallo Freunde, zu einer neuen Folge Fast and Curious. Wir waren im Kino, schnell und spontan wie immer. Ab geht's. So, Freunde, da sind wir wieder. Fast and Curious, heute mit The Suicide Squad, ja, der brandneue Film von James Gunn, jetzt aktuell gestartet. Wir haben uns gedacht, das tun wir uns an, schauen mal, was der Film so kann und ob vor allem die Kritikerstimmen mit uns übereinstimmen, weil der kriegt ja schon relativ gut Zuspruch so ja. Von allen Seiten, also schneidet sehr, sehr gut ab. Jetzt gehen wir mal ans Eingemachte, Hendrik. Vielleicht bevor ich dir gleich das Wort weitergebe, für euch noch als Information, das ist quasi jetzt aktuell ein Reboot von dem 2016er Suicide Squad, kann man so sagen, oder? Ja, ist schon ein Nachfolger. Ja? Ich zähle da als direkter Nachfolger? Mhm. Okay, glaub, dann ist es ein Nachfolger. FSK 16 freigegeben, geht 132 Minuten lang. Im Cast haben wir Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Jay Courtney, Alice Braga und unzählige mehr werdet ihr sehen, wenn ihr ins Kino geht. Von dem her, alle nennen kann ich nicht, weil die kann ich mir alle nicht merken. Aber jetzt legen wir mal los. Ja, My Sylvester, friend. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone im Original als Voice. Im Original. Ne? Auch eine dumme deutsche Synchro, muss ich sagen. Wo wir gerade bei dumm waren. Also ich kann die ganzen Kritikerstimmen, jetzt, wenn ich jetzt für mich spreche, nicht unbedingt teilen. Also bei mir war es so, dass ich am Anfang noch relativ gehuckt war bei der Anfangssequenz. Habe gedacht, oh cool, mal gespannt, was da auf uns zukommt oder rollt. Ich muss sagen, wo fange ich an? Also ich bin ziemlich underwhelmed. Ich habe mir es irgendwie cooler vorgestellt und nicht so künstlich inszeniert. Ich fand die Brutalität viel zu blöd eingesetzt. Dann gab es Witze an Stellen, wo ich gedacht habe, oh, irgendwie hat auch gefühlt, also nicht viel Witz gezündet. Aufgesetzte, dramatische Momente, wo, was viele, habt ihr sicher vielleicht auch schon im Internet gehört, ziemlich feiern, dass es auch so herzliche Momente gab, die fand ich ganz fürchterlich aufgesetzt. Die Story an sich ist eigentlich plump, wird dann aber auch immer wieder komplizierter erklärt, als es eigentlich sein muss. Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Also ein paar Sachen funktionieren. Harley Quinn macht wieder Spaß. Idris Elba hat mir Spaß gemacht als Bloodsport. Muss ich sagen, wir hatten es auch kurz im Vorgespräch, im ganz kurzen Vorgespräch, weil ihr wisst ja, es ist direkt hier in die Fresse Review, dass er uns ganz gut gefallen hat, im Gegensatz zu sonst, weil wir versuchen immer ein bisschen mit ihm zu relaten und irgendwie scheitert's. Ja, also man muss vielleicht kurz vorne raussetzen oder vorne rauswerfen. Wir sind nicht die allergrößten Idris Elba Fans. Irgendwie kommt er nicht so an uns ran. Und deswegen war es doch mal erstaunlich, dass wir beide das heute gleich gefühlt haben. Ne? Ja, das war so eine Rolle, die war jetzt ihm mal auf richtig zugeschnitten. Also ich fand es von den Sprüchen her cool, ich fand sein Verhalten her cool. Ja, also war jetzt echt nicht so schlecht und ein guter Will Smith-Ersatz, muss man ja sagen, weil das wäre wahrscheinlich normal dann die Rolle gewesen. Ja, aber gut, ich muss ja jetzt mal einigermaßen die Kurve bekommen. Also ich bin leider, ich muss es nochmal wiederholen, ich bin enttäuscht, weil mich hat es auch irgendwann gelangweilt. Ich habe hingeschaut, da sind ein Haufen Sachen passiert und mich hat es einfach nicht abgeholt. Ich fand es irgendwie, auch rückblickend dann die Anfangssequenz, irgendwie dumm. Wenn ich den ganzen Film geschaut habe, habe ich dann gedacht, oh, war ja auch irgendwie Quatsch. Also es ist irgendwie, es ist mir fast ein bisschen zu dämlich, muss ich sagen, wie es ist. Und dann könnt ihr mich jetzt hassen oder was, aber es ist meine Meinung. Aktuell, direkt nach dem Kino, fand ich es eigentlich einfach ein bisschen dümmlich. Und es hat mich irgendwie, ich will nicht sagen unterfordert, weil es ist ja jetzt kein hochgreifender Film, wo ich jetzt sage, wo oder die Dialoge oder die Story oder was ist die dabei gedacht haben. Darum geht es jetzt gar nicht. Ich fand es einfach nur zu plump. Humor, Brutalität, Story, Twists, das war einfach in meinen Augen stumpf. Ja. Leider. Aber sprich mal du, vielleicht fällt mir noch was ein. Wo fange ich an? Der Film hatte für mich das größte Problem, dass er auf mich gewirkt hat, als wäre er aus verschiedenen Versatzstücken aneinandergesetzt. Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, einen vollständigen Film zu gucken, sondern irgendwie immer Fragmente, die aneinandergereiht waren, so hat sich das irgendwie angefühlt. Damit hatte ich irgendwie so ein bisschen das Problem. Ich fand ihn jetzt in der Summe jetzt nicht scheiße.
aber jetzt auch nicht mega, mega unterhaltsam. Also es ist eher so, dass ich sage, okay, wenn man schon wirklich sehr viele Superhelden-Filme geguckt hat, dann ist der jetzt einfach völlig belanglos, so im Vergleich, weil er einfach nichts dazu addiert, was irgendwie nochmal cool oder anders oder spannend oder irgendwie besonders unterhaltsam wäre, weil er eigentlich alles, was er macht, kennt man halt aus unzähligen anderen Genrevertretern. Ja. Das ist halt so das Ding, dass man halt dann im Kino sitzt und denkt sich, ja, okay, die Jokes, die kenne ich dann schon von dem und dem Film oder ja, okay, diese Gewaltspitze, das habe ich bei Watchmen schon mal geiler gesehen oder ja, so Sachen war ein bisschen schwierig, weil man dann doch das Gefühl hatte, dass man sich was anguckt, was man halt schon sehr oft gesehen hat und vielleicht zu Teilen auch besser gesehen hat. Wenn ich an die Gewalt zum Beispiel denke. Also das war jetzt in dem Film tatsächlich, hatte ich das Gefühl, nur Einsatz von Gewalt und expliziter Gewalt, der Gewalt wegen, aber nicht, weil es jetzt natürlich dem Film irgendwas gebracht hätte, was okay sein kann. Also ich bin auf jeden Fall auch ein Fan von Splatter-Movies, also das muss man mal vorne wegschicken. Aber da war es mir dann oft auch so, ja, too much. Also wenn der, wie hieß er, der Haifisch, ich weiß nicht mehr. Wenn er da steht und halt einen zerrupft, dann war das halt wirklich, ja, okay, jetzt habe ich das wirklich nur so ins Drehbuch geschrieben, dass ich halt jetzt einfach einen mega Gewaltmoment krieg, um ihn als Charakter einmal cool darzustellen. Aber mehr Impact war das nicht. Nee, genau. Und das fand ich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war jetzt für mich unterhaltsam, dass ich sage, für einmal im Kino gucken, war das okay, aber es ist ganz, ganz schwer, jetzt eine Bewertung zu treffen, weil er mich dann irgendwann einfach nur noch, ja, gelangweilt ist nicht das ganz richtige Wort, aber es war schon kurz am wirklich gelangweilt sein, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, ich warte jetzt auf das nächste Fragment, dass sie da wieder irgendwie was kaputt schlagen und dann warte ich auf das Fragment. Ich fand vielleicht eher schwierig, dass die auch ja, einfach Momente nicht richtig getroffen haben, aus meiner Sicht. Comedy-Momente waren irgendwie nicht on point, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, ich weiß jetzt, ihr wollt mir jetzt sagen, ich muss jetzt lachen als Zuschauer, aber es war nicht witzig. Viele Momente gingen ins Leere. Ein Beispiel, es ist jetzt auch kein Spoiler, also da keine Angst, als der Haifisch da an der Wand steht und das C4 platzieren und er einfach dann so alleine und für einen Moment alleine verweilt, wo ich mir denke, warum habt ihr diesen Moment reingeschrieben? Funktioniert für mich nicht. Ja. Also habe ich nicht begriffen. Ja, das war eine ähnliche Situation wie bei Justice League, wo sie quasi alle abhauen und der Flash steht noch da und sagt, ah, so ist das also. Ja. Das ist besser aufgelöst, weil man macht diesen Superhelden-Batman-Moment quasi, man zeigt es mal, wie unangenehm das eigentlich für den Gegenüber ist. Und es hat halt da, es ging ins Leere. Genau. Und da gab es einige solche Momente. Und ich fand es halt auch nervig, dass die halt wirklich auch einen guten, ich sag mal, eine Gesellschaftskritik oder eine USA-Außenpolitikskritik einbauen, die aber dann halt einfach wieder verkehrt wird ins Gegenteil, wo ich mir denke, ey, eigentlich geil gedacht. So, wenn der Film jetzt so konsequent gewesen wäre und die hätten das so auslaufen lassen, hätte ich das mega gefeiert. Das hatte ich getroffen, gell? Ja, das ist ein Stich ins Herz. Ja, weil ich mir halt denke, hey, ihr macht das jetzt, ihr benennt das ja auch entsprechend und eigentlich geil, aber nein, dann zieht man den Schwanz halt wieder ein und dreht's wieder und ich denke... Ja, und wie plump. Also das dürfen wir jetzt nicht verraten, weil das wäre jetzt echt ein Spoiler, aber wie plump bitte. Also sowas von nicht nachvollziehbar und unrealistisch. Ja, das fand ich halt ein bisschen doof. Ansonsten positiv war, die Musik zum Teil war ganz cool, nicht in der Summe komplett, aber es gab einige coole Momente, wo die Songs Spaß gemacht haben, aber da hat man halt auch schon oft gesehen, wie einfach Musik und das, was man sieht, halt konträr zueinander sind. Das kennt man halt auch schon sehr oft, deswegen war das jetzt nichts Neues, aber hat an manchen Momenten tatsächlich gezündet. Ich sag nur, der Harley Quinn-Moment, den du auch im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt hattest. Ja, genau. Das war eine schöne Geschichte. Die Effekte in der Summe waren eigentlich auch okay, das war jetzt nicht schlecht, also das hat sich gut gucken lassen. Das stimmt. Das war sauber. Mich hat auch die Animation oder das CGI von diesem Haifischmenschen, ich kann mir den Namen Naname, wie auch immer er heißt, fand ich auch ganz cool, gerade in Nahaufnahmen, wo man so ein bisschen auch Textur von der Haut und so hatte. Das war schon solide, das war gut. Aber ja, zu viel von allem und zu wenig von dem, was wichtig gewesen wäre, dass er für mich tragende Elemente gehabt hat. So. Ja, deswegen. Tatsächlich kann jetzt auch nicht eine direkte Bewertung abgeben. Gefühlt bin ich bei
2,5 bis 3 Punkten, wenn man von der Letterbox-Bewertung ausgeht. Ich denke, weil er ja doch an sich schon unterhaltsam war. Ich muss 2, 3, 4 Mal auch lachen, wirklich, wo witzige Szenen dann drin waren, die mir irgendwie gefallen haben. Tendenz zu 3, aber das muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn ich jetzt, wir versuchen es ja immer, so eine kleine Kritik direkt nach dem Kino zu machen, bin ich, glaube ich, bei 3, aber wirklich mit zwei zugedrückten Augen bei der 3. Also bei mir wäre es tatsächlich aktuell 2,5. Ich brauche auch noch ein bisschen, um den jetzt nochmal zu schauen. Ich brauche auch ein bisschen noch zu einem Verdauen. Aber ich meine, das ist ja genau unser Konzept hier. Deswegen hauen wir es ja direkt raus, so wie wir das jetzt aufgenommen haben. Also ich bleibe jetzt mal bei 2,5, weil es hat mich wirklich... Kurze Anmerkung, ich habe halt davor irgendwie jetzt vor 2, 3 Tagen Fast and Furious 9 geschaut. Ja, was wirklich ein Mumpitz-Film ist, brauchen wir jetzt nicht sprechen. Aber der hat mich einfach über 2,5 Stunden... halt einfach mehr getragen. Der hat mich mehr unterhalten, auch wenn es ganz großer Quatsch ist, was das ja theoretisch auch ist. Aber ich war wirklich ab einer gewissen Stelle einfach gelangweilt. Aber was ich noch sagen wollte, es gab einen coolen Charaktermoment zwischen allen, kann man ja eigentlich sagen, in der Bar, was man auch im Trailer sieht. Das hat sich wirklich harmonisch angefühlt und das hat sich wirklich toll und warm, und da hätte ich mir einfach mehr davon gewünscht. Das hatte so ein Guardians of the Galaxy Moment, dieser Verbundenheit, genau, von diesem Team. Genau, ne? Also alle, die eigentlich nicht zusammenpassen, treffen in dem Moment zusammen, und man sieht auch ein bisschen Connections, Blicke zwischeneinander durch die Bar durch, wo ich gedacht habe, genauso, damit kriegt er mich, das ist Teambuilding. Und wenn die den Vibe durch den Film getragen hätten, dass es ein Team ist, dann super. Das wäre geil gewesen. Dann super. Also das definitiv. Das hätte ich auch gefeiert. Weil ich hätte auch den Moment abgenommen, um zu sagen, okay, ab dem Zeitpunkt sind sie jetzt ein Team. Das hätte für mich Sinn gemacht. Mhm. Aber war es ja dann irgendwie ja auch nicht. Ja. Also es war nicht mehr zusammengeschweißt wie vorher. Sagen wir es mal. Ansonsten kurz vielleicht, weil wir ja ein riesen Ensemble hatten an Schauspielern. Ja. Wer war für dich der Stärkste? Tatsächlich, also einer oder zwei. Also am stärksten würde ich sagen Idris Elba, weil der hat für mich einfach rausgestochen. Das hat für mich total Spaß gemacht. Ich muss jetzt kurz aus, und Peacemaker fand ich auch am Anfang ganz lustig. Das wird dann aber irgendwie dümmer und dümmer, muss ich sagen. Da haben auch irgendwann die Witze nicht mehr funktioniert. Und für mich geht Harley Quinn und Margot Robbie immer. Mhm. Die geht mir auch nicht auf die Nerven, was ich jetzt öfter gehört habe, dass die jetzt mittlerweile nerven, finde ich überhaupt nicht. Ja. Ich mag ihre verspulte Art. Ja. Und bei dir? Ja, auch Idris Elba tatsächlich fand ich... Ja, verrückt, oder? Das wird das jetzt mal also sagen. Wir, ja. Ja, doch, fand ich am stärksten. Und John Cena fand ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich mag den sonst nicht so, weil ich finde, der kann einfach nicht wirklich viel... Aber das habe ich ihm so gut abgenommen. Also ich habe Bock auf die Serie auf jeden Fall, nachdem ich jetzt ihn so als Charakter gesehen habe. Und tatsächlich hätte ich mir auch, an manchen Momenten habe ich gedacht, so eigentlich so ein Buddy-Film aus Idris Elba-Charakter und John Cena. Wenn die jetzt ihre Charaktere irgendwie so zusammentreffen und hätten so ein wie so ein Hobbs and Shaw. Ja. Das könnte geil funktionieren, weil sie sich zwischenzeitlich doch schon mal so ein bisschen gefoppt haben, was cool war. Ja, das stimmt. Tatsächlich würde ich jetzt gerne eigentlich noch zwei nennen. Also ich sag jetzt mal nicht die Schauspielernamen. Wer mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat, war einmal Redcatcher 2. Ich muss sagen, die fand ich echt sympathisch. Mhm. Und der Polka Dot Man. Ich mag den, aber der spielt ja immer so ganz kurze Nebenrollen oder sowas. Ich mag diesen Schauspieler, ich mag die Blicke, ich mag dieses Gebrochene immer in seinem Acting. Ja. Möchte ich nochmal rausheben, bei den ganzen großen Namen. Ja. Ja. Okay. Viel mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Oh, nee, also von dem her, geht ins Kino. Also das sowieso. Und ich würde sagen, kann man im Kino gucken. Macht auch Spaß auf einer großen Leinwand. Also wahrscheinlich mehr wie zu Hause. Außer man hat halt einen sehr großen TV. Ja. Aber die Explosion, die Action, alles was da drin vorkommt, ist schon... Kann man schon im Kino gucken. Auf jeden Fall. Und ansonsten schauen wir mal... in der nächsten Folge Filmfatal, wie wir drüber sprechen und wie er sich gesetzt hat. Ob ich ihn vielleicht ein bisschen downgrade noch oder ob du ihn vielleicht sogar noch mal ein bisschen hochrankst. Wir werden sehen. In diesem Sinne sind wir raus. Vielen Dank fürs Zugucken. Kommentiert schön, wie ihr den Film gefunden habt. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt mal eure Gedanken mit in die Kommentare mit rein. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein!